also eine ständige Diffamierung der Inhaftierten selber oder das ständige, die Inhaftierten zu drangsalieren, sowas gab es bei uns nicht. Sowas gab es nicht. Zersetzung der Seele, wie die Staatssicherheit das nannte, oder eben psychische Folter, veränderten Menschen total. Also ich bin ein komplett anderer Mensch, als ich es davor war. Wir haben nicht nur kein Gesetz verletzt, wir haben die Gesetze sehr strikt eingehalten und unserer Verantwortung gemäß versucht, sie zur Geltung zu bringen. Einmal Opfer, immer Opfer. Das konnte ich nicht akzeptieren. Ich kann meinen Kindern nicht zumuten, Kinder eines Opfers zu sein. Ja, das war ja ein Samstag, kurz vor Feierabend. Geistig war ich eigentlich schon auf das Wochenende eingestellt, frisch verliebt. Und dann komme ich also vorne zum Tor. Ja, dann steht da einer, der sagt, Staatssicherheit, kommen Sie mit. Und dann wurde ich hier zu einem Wartburg geführt, musste mich hier in der Mitte hinsetzen, links und rechts von mir jeweils einer. Und dann fuhren wir aus dem Tor raus. Und ich kriegte dann einen Sack über den Kopf gestülpt und die Aufforderung, den Kopf zwischen die Knie zu nehmen. Und das vierte Tor, das habe ich nur hinter mir zuhören gehen. Also man hatte so ein Gefühl, als wäre man da gleich lebendig begraben. Man wurde hier hereingetrieben, die Tür wurde zugeschlagen und von denen da draußen so lange angeschrien, bis man sich in der Stellung hier befand, die für einen hier vorgesehen hatten. Das war Gesicht auf Wand, näher 10 cm, Beine auseinander, Hände auf dem Rücken. Natürlich habe ich insofern eine Verantwortlichkeit, dass ich ja nicht unmaßgeblich daran beteiligt war, ihn in diese Haft zu bringen. Aber ich fühle mich dadurch nicht moralisch oder psychisch bedrückt. Ich habe das gemacht, was meiner eingegangenen Verpflichtung, die DDR zu schützen, und zwar im Rahmen und in Durchsetzung der Gesetze der DDR, dem bin ich nachgekommen. Hier verlas der Haftrichter den Haftbefehl. Verdacht auf Spionage, Verdacht auf landesverräterische Nachrichtenübermittlung, Verdacht auf staatsfeindliche Hetze. Bis zu 6 Monate wurden die Häftlinge vernommen, Beweise für die Gerichtsverhandlung gesammelt. Danach folgten Anklage und Urteil. Paragraph 214, Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit, bis zu 5 Jahre Haft. Paragraph 219, ungesetzliche Verbindungsaufnahme, 5 Jahre Haft. Paragraph 220, öffentliche Herabwürdigung, bis zu 3 Jahre Haft. Dieses Rothschildhaus, das muss mich so gequält haben, ich weiß es nicht, dass ich das versucht habe. Bloß beiseite zu schieben, bloß keine Erinnerung mehr hier rein. Erst 1999, da habe ich das erste Mal gehört, dass sie auf Führung sind, dass man hier die Haftanstalt angucken kann. Und beim Rundgang hatte auch der Referent gesagt, ja, wir schauen uns mal diese Zelle an oder jene Zelle an. Aber ich konnte nicht reingehen, ich konnte nicht diesen Fuß über die Türschwelle setzen,
Das fiel mir schwer. Ich hatte Angst wahrscheinlich, dass hinter mir wieder dieser Riecher knallt. Der war ganz wichtig, dieser Schritt hierher zu kommen. Erstens, um zu wissen, wo ich war. Zweitens, um ja, mich dem Ganzen zu stellen, um zu kapieren, was ist hier überhaupt mit mir passiert. Ja, das konnte ich nur, indem ich wieder hier rein bin und auch dann Besuchern das erklärt habe. Da kam ich immer weiter so rein in das Thema und ich musste einfach verstehen, was haben die mit mir gemacht, um dann das zu verarbeiten zu können. Und ja, dann einfach auch, um die Macht über diesen Ort wieder zu gewinnen. Nicht, dass der Ort wie vorher Macht über mich hatte, sondern jetzt habe ich wieder die Macht über diesen Ort. Ehemalige Untersuchungshäftlinge wie Matthias Melster und Wolfgang Warnke führen heute Besuchergruppen durch die frühere zentrale Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit. Es war das größte Untersuchungsgefängnis der DDR, im Sperrbezirk Hohenschönhausen in den 50er Jahren errichtet. Damals ein geheimer Ort, seit 1994 öffentliche Gedenkstätte. Also, dass ich mir das wieder zurückgeholt habe, das hat mein Körper gemacht. Also, da habe ich dann von der Tür, zu der es raus zur Freistunde ging, den habe ich meinem Körper gesagt, so, jetzt geh mal zurück in deine Zelle und habe das dann aufschließen lassen. Und dann hat mein Körper mir gesagt, aha, da geht's lang. Und das war, als ich dann in der Zelle war, so ein Gefühl, als würde ich nach Hause kommen. Viele der damals Inhaftierten sind heute rehabilitiert. Die Urteile mittlerweile als rechtsstaatswidrig aufgehoben. Stasi-Mitarbeiter wurden nur selten verurteilt. Die meisten Verfahren sind eingestellt. Bis auf Mord ist alles verjährt. Natürlich hat man das reflektiert und hat auch manches Mal darüber sinniert, dass das in jenes doch wohl kaum gut und richtig sein könnte. Aber das wurde dann immer wieder mit gewissermaßen Selbstberuhigung, mit Selbstermahnung zur Disziplin, zum Nichtzweifeln an dem größeren Wissen und Überblick und der Weisheit der verdienten und erfahrenen alten Genossen, die das Ganze leiteten, nie hinterfragen wäre nicht richtig, aber nicht gründlich, nicht mit Konsequenz hinterfragt. Das ist Tatsache. Und vor allen Dingen eben zu keinem praktischen Handeln gekommen, wobei ich auch heute noch nicht wüsste, wie praktisches Handeln im Resultat kritischer Erkenntnisse für einen Staatssicherheitsmitarbeiter hätte aussehen sollen. Wenn Sie so einer verantwortungsvollen Position waren, wie ich war, und so eine Tätigkeit durchgeführt haben, die Sie auch mit Lust und Liebe durchgeführt haben, Sie sind gerne so früh auf Arbeit gegangen, das ist also auch klar, so, dann ist das natürlich schon etwas deprimierend. Wenn Sie dann also in so eine Zeit hineingestoßen werden, wo Sie also in dem Sinne keine Verantwortung mehr haben, beziehungsweise die eigentlichen Ziele, die Sie sich gestellt hatten, ja, die sollte ja eigentlich mit dazu dienen, um jetzt also eine andere Gesellschaftsordnung aufzubauen. Meine Erwartungen waren ursprünglich, dass das wäre gut, jetzt mit dem runden Tisch, das wird sich alles klären. Hier wird man wahrscheinlich, so wissen Sie, damals in Südafrika, hier mit der Wahrheitskommission, die werden das alles prüfen. Wahrscheinlich wirst du dich auch Befragung unterziehen müssen. Aber im Grunde genommen kannst du eigentlich beruhigt sein, weil du nichts gemacht hast, was du nicht verantworten kannst oder was du unrecht wäre. Diese Hoffnung hat sich als irrig erwiesen. Es war von Anfang an nicht die Absicht, eine sachliche Aufarbeitung unserer Tätigkeit durchzuführen. Das gehört eben zur heutigen Politik der BRD, dass wir derartig verunglimpft werden. Klar. Und da wird man, und da bietet sich natürlich am besten an, der Sprachgebrauch Täter und Opfer. Ja.
Aber wer ist denn Opfer? Wer ist denn in die Untersuchungshaftanstalt alleine? Und auch nur diejenigen, die also gegen die Gesetze der DDR verstoßen haben. Ja. Ich bin über die tschechisch-bundesdeutsche Grenze geklettert, zusammen mit meiner besten Freundin, und dabei wurden wir erwischt. Und dann wurden wir von den tschechischen Grenztruppen verhaftet, ausgeliefert, und wegen diesem Fluchtversuch habe ich offiziell hier 5 Monate verbracht. Ich selber bin Bundesbürger. Ich hatte versucht, eine ostdeutsche Person über die bulgarisch-jugoslawische Grenze rauszuholen. Und da sind wir 50 Meter vor der Grenze verhaftet worden. Unsere Flucht war verraten gewesen. Da bin ich dann inhaftiert worden, erstmal in Bulgarien. Und weil man in Bulgarien da irgendwie schon feststellte, oder glaubte festgestellt zu haben, dass ich Kontakt zu einer Fluchthelferorganisation habe, darum hat man mich dann hier nach Hohenschönhausen gebracht. Ich war die meiste Zeit allein in der Zelle, hatte nicht mal Blickkontakt mit anderen Gefangenen, also wirklich null soziale Kontakte. Dass ich ohne Bilder leben musste, das war auch der Wahnsinn, eben keinen Baum sehen über Monate, keine Pflanze, kein Menschen, kein Himmel. Wir hatten also viele Inhaftierte oder Beschuldigte. Die wollten allein in der Zelle sein. Wir hatten natürlich auch viele, die wollten die Kommunikation mit anderen. Das ist auch verständlich in Untersuchungshaft. So, und denen wurde eigentlich auch Rechnung getragen. Ich hatte auch irgendwie vorgestellt, ja, raus aus dieser Einzelzelle, wenn du jetzt mit dem Kopf gegen die Wand haust. Vielleicht kommst du dann im Krankenlager, vielleicht hast du dann irgendwie Kontakt mit anderen. 5 Monate lang hatte ich keine Verbindung nach draußen gehabt. Einmal im Tag eine Stunde wurde der Inhaftierte, wenn Sie hinten raus sehen, sehen Sie die Freiboxen sehen, ich nehme an, dass Sie das gesehen haben, wurde der dann also in die Freibox und konnte dort eine Stunde Bewegungsabhalt. Wirklich eine dieser Freigangszellen, da wuchs ein kleiner Löwenzahn in der Ecke, das war der Wahnsinn. Da kniete ich dann auch schon wieder mit Tränen in den Augen davor. Oder einmal hatte ich so einen Junikäfer oder so, den habe ich mit in die Zelle genommen, aber beim nächsten Mal dann in der frischen Luft wieder freigelassen. Das konnte ich ihm dann doch nicht antun, in so einer Zelle zu leben. Im Geheimen wurden einige Vernehmungen aufgezeichnet. Offiziell wurden sie nur schriftlich protokolliert. Die Aufzeichnungen standen meist im Dienste der Forschung. Hauptsächlich wurden sie zur Schulung des Nachwuchses genutzt. Eine dieser Forschungsgruppen leitete Herbert Kierstein. Als Untersuchungsführer der ersten Stunde bildete er zudem junge Vernehmer aus. Wir haben den Vernehmern auch beigebracht, dass es ja, pass mal auf, also wenn du einen Kaffee trinken willst, dann musst du zumindest den anderen aus Gründen der Höflichkeit fragen, ob er auch einen trinken kann. Ja, es macht da keinen guten Eindruck, wenn du dir hier einen Kaffee bestellst, ja, und ihm tropft der Zahn. Ich bin reingekommen nach Mittagessen zur Vernehmung. Da stand ein Kännchen Bohnenkaffee da, eine Tasse und ein Teller mit ein Stückchen Schwarzwälder Kirschtorte. Da bin ich extra Torte besorgt, komm, essen Sie mal. Lass den Kaffee nicht kalt werden. Ich störe Sie auch nicht, guten Appetit. Konnte in aller Ruhe meine Torte essen. Aber nach dieser Torte habe ich dann gleich wieder die Peitsche gespürt. Gleich wurde ich erstmal höflichst gefragt, ob es mir geschmeckt hat. Er hatte gesagt, dass ich da nun öfters da was von haben kann. Müsste eben nur mitmachen. Ich müsste eben auch mal geben und nicht nur nehmen. Und dann ging plötzlich eine Brüllerei los und hat er mir alle möglichen Sachen vorgehalten. Es war Zuckerbrot und Peitsche gleich
in einem Zuge gewesen. Aber die schlimmste Schikane war eben die Nachtschikane. Alle 15 Minuten, 20 Minuten ging das Licht an. Dann wurde eine Glühlampe eingeschaltet, die da über der Zellentür war, in einem Glaskasten drin, hatte die gleich die Zelle hell beleuchtet. Und wenn wir diese Position nicht innehatten, die sie da vorgeschrieben haben, dann haben sie gleich die Futterluke aufgerissen, haben reingeschrien, Schlafposition annehmen. Heute hört man immer, dass das furchtbar psychisch störend war und dass man liegen musste, die Hände mussten sichtbar sein. In 30 Jahren Untersuchungsarbeit, nicht ein einziger Häftling hat sich bei mir darüber beklagt. Also ich wäre in Hohenschönhausen beinahe gestorben. Und zwar nicht, weil ich irgendwie so krank war, sondern als Folge der Vernehmung. Und ich musste mich dagegen wehren, für einen größeren Spion gehalten zu werden, als ich war. Und musste der Stasi Informationen liefern, dass sie recherchieren konnten, dass ich eben keine Spionage gemacht habe. Das heißt, ich musste über mein Umfeld berichten. Und das musste ich halt so machen, dass ich keinen gefährde. Das ist ja nicht so ganz einfach, sowas. Und da habe ich Probleme bekommen. Also mein Körper war dann klüger als ich. Der hat für mich entschieden und hat nichts mehr rausgelassen. Und das führte dann dazu, dass ich dann der sechste Arzt endlich mitkriegte, was ich habe. Ich hatte nämlich einen Blinddarmdurchbruch. Also meine Überlebenschance, die lag so bei 4-5%. Hier hat man mich quasi von den Menschen entwöhnt und das habe ich noch nicht so richtig überwunden. Wenn Menschenmassen um mich herum sind, Massenveranstaltungen, das geht gar nicht, da kriege ich halt ein Flashback, obwohl es ja genau das Gegenteil ist von meiner Isolationshaft in der Zelle. Aber das halte ich nicht aus, sowas. Ich habe alle Türen immer auflassen müssen. Ich bin laufen außer Wohnung raus, dann bin ich wieder Karree gelaufen einmal und den Häuserblock, dann wieder zurück und so weiter. Die Unruhe, also dieses nicht mehr warten können, das war schon ziemlich stark gewesen. Matthias Melster und Wolfgang Warnke saßen 5 Monate in Untersuchungshaft. Dann folgten mehr als 2 Jahre Haft. Ich habe immer wieder das Problem, dass man glaubt, unser Verhältnis zu den Untersuchungsgefangenen wäre von bluttriefendem Hass oder was weiß ich durchdrungen. Nein. Für uns waren das doch auch nur Werkzeuge des Gegners. Ja, die Leute, die sich das ausgedacht haben, diese psychischen Misshandlungen, das sind alles Leute, die Verantwortung haben für das, was hier passiert ist. Also ich brauche mich nicht dafür zu rechtfertigen. Und ich rechtfertige mich auch dafür nicht. Immer wieder sind welche dabei, die dann sagen, ja, was willst du denn, das war doch alles in Ordnung gewesen. Die Vernehmung hier, die war noch nicht anders wie überall in der Welt. Wir haben nach Recht und Gesetz in der DDR den Untersuchungshaftvollzug und das Untersuchungsorgan auch ihre Tätigkeit durchgeführt. So, und da brauche ich mich also überhaupt nicht zu rechtfertigen. Ich rechtfertige mich da auch nicht. Und wenn man diese Leute hat, dann fängt man doch irgendwie zu hassen an. Sie werden es nicht tun. Sie werden, glaube ich, ihre Schuld nicht eingestehen. Und da habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht, ob mir das helfen würde, weil es für mich jenseits jeder Realität, dass das passieren wird. Ich begrüße Sie sehr herzlich, die Sie so zahlreich erschienen sind, zu der Buchvorstellung Fragen an das MFS. Ich habe mein Menschenrecht auf freie Wahl des Wohnsitzes in Anspruch nehmen wollen.
Das ist Artikel 13 der Menschenrechtskonvention. Also ich weiß nicht, was Sie jetzt gerade lachen. Hier sind mehrere Leute, die psychisch gefoltert wurden in Hohenschönhausen. Isolationshaft ist völkerrechtlich Folter. Desorientierung ist völkerrechtlich Folter. Ich würde kurz gerne Antwort haben, warum Sie behaupten, dass Sie nicht gefoltert haben beim Ministerium für Staatssicherheit. Es ist durchaus keine Folter und durchaus keine Unterdrückung, wenn ein Vernehmer unangenehme Fragen stellt. Das ist doch natürlich. Der Beschuldigte möchte nicht die Wahrheit zugeben und der Vernehmer möchte das wissen. Das ist doch ganz logisch. Also gibt es doch einen Widerspruch, bis der geklärt ist. Und unangenehme Fragen zu stellen, ist doch sicherlich keine Folter. Ich bin verhaftet worden, obwohl ich gegen kein Gesetz der DDR verstoßen habe. Und auch verurteilt worden, obwohl ich gegen kein Gesetz der DDR verstoßen habe. Das Art 1. Art 2, möchte ich bitte eine Erläuterung, was die Zersetzungspläne bedeuten, die man zuhauf in den Stasi-Akten findet. Gucken Sie sich die heutige Zeit an, gucken Sie bloß in die Boulevardpresse. Jeder Tag Boulevardpresse hat mehr Zersetzung als MFS in seinen 40 Jahren Geschichte. Wie naiv sind Sie denn, Frau Lengsfeld, in der Auseinandersetzung zwischen diesen Systemen? Solange die Exponenten dieser Partei, sage ich ganz bewusst und nicht unbedingt gleich des MFS, sich nicht dazu bekennen, dass sie hier einen Unrechtsstaat etabliert haben, ich weiß, diese Reaktion habe ich natürlich erwartet, der partiell gleichsetzbar mit dem Naziregime ist. Ja, natürlich. Meine Damen und Herren, ja, wissen Sie, Ihr Gebrüll ist kein sachlicher Diskussionsbeitrag. Darüber sollten Sie sich klar sein. Was mir hier an der Veranstaltung heute so auffällt, ist, dass eigentlich die Schlachten von gestern hier geschlagen werden. Das führt nicht, das merkt man. Es führt nicht weiter, Vorwürfe zu machen, Unterstellungen. Ich merke immer dann, wenn es ideologisch wird, wird es schief. Seit über 2 Jahren habe ich Kontakt mit dem Mann, der meinen Vater und mich verhaftet hat und gegen uns ermittelt hat. Er hat das ganz geschickt angefangen, den Kontakt zu mir aufzunehmen. Er hat sich nämlich nicht etwa gemeldet, hier ist sowieso, den Sie mal eingesperrt haben, als er noch ein ganz junger Mann war, sondern er hat einen sachlichen Grund gefunden, sodass ich in dem Moment, als wir uns zum Gespräch vereinbart haben, überhaupt nicht wusste, dass ich mit ihm zusammentreffe. Und erst im Laufe der Unterhaltung hat er sich dann quasi zu erkennen gegeben. Das war aber keine, wie soll man sagen, das war ein Aha-Effekt. Das ist auch richtig so gegangen, dass ich da gesessen habe und habe gesagt, dann sind Sie der Klaus Schulz, der Sohn von Werner Schulz, den wir 1961 eingesperrt haben. Das gibt's ja gar nicht. Na klar, bin ich für einen Teil der ehemaligen Kollegen der Verräter. Wie Panzer in den Augen vieler Stasi-Leute auch Verräter ist, indem er das macht. Also verhaftet zu werden, also das weiß ich in der Zwischenzeit, ist im Grunde genommen ein ähnlicher Vorgang wie vergewaltigt zu werden. Das ist eigentlich für die Festnahme machen, fast ein technischer Vorgang. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Wenn ich heute noch mal in so eine Lage käme, theoretisch würde ich das wahrscheinlich tun. Damals habe ich nicht darüber nachgedacht, was das möglicherweise für den Festgenommenen bedeutet. Also, um das mal zu sagen, das geht ja dabei nicht nur um denjenigen, der festgenommen wird. Also der hat ja ein Umfeld. Also meine damalige, beinahe fast Verlobte, die hörte dann ja nichts mehr von mir. Sie hat einen anderen Mann geheiratet und hat Albträume bekommen. Die stand nachts im Bett und hat geträumt, wie mein Vater zur Hinrichtung geführt wird. Diese Ehe ist natürlich auch kaputt gegangen. Die konnte ihm ja damals nicht erzählen, was sie da träumt. Also das ging ja gar nicht.
Ich will also dieses Beispiel nur erzählen, wie weit sowas geht. Und das Produzieren von Angst als Mittel der Herrschaftsausübung fand ich schlimm. Heute sehe ich das so, wir wären gut beraten gewesen, auch im eigenen Interesse der DDR, mit Menschen, die sich gegen Gesetze vergangen haben und gerade in Fällen, wo es Staatsschutzgesetze waren, nicht mit aller Strenge des Gesetzes quasi vorzugehen, sondern eben auch mehr in die Überlegung einzubeziehen, diese menschliche Komponente. Sie waren beim Festnehmen und Einsteigen ins Auto und beim Wiederaussteigen aus dem Auto in Hohenschönhausen waren Sie zwei Momentaufnahmen für mich. Inzwischen haben Sie für mich ein Gesicht, ein Leben. Ich nehme auf, wie Sie denken, das, was von Ihrer Gefühlswelt sichtbar wird in unseren Gesprächen. Ich habe ja während der Führung sehr detailliert geschildert, was ich bei der Einlieferung, wie die abgelaufen ist und was da mit mir passierte. Und habe dabei auch das Wort Schock benutzt. Aber erst als Sie mir den Satz gesagt haben, wir mussten Sie unter Schock setzen, weil wir sonst nichts rausbekommen hätten. Also das war wie eine Befreiung. Und dadurch, dass Sie mir als auf der Seite der Verursachenden dann sagen, warum Sie das getan haben, fällt da so eine Last von mir ab. Das war was sehr Wesentliches. In dem Nachdenken über die eigene Vergangenheit und was da richtig und was da falsch gewesen ist und was vielleicht halbrichtig und halb falsch gewesen ist, hilft mir das, Ihre Sicht am konkreten Fall aufzunehmen und mit in meine Überlegungen einzubeziehen, weil Sie ja offensichtlich auch danach suchen, das alles in seinen objektiven Bedingtheiten und auch in seinen subjektiven Seiten zu erfassen und zu durchdringen und zu einer immer der Wahrheit ständig näher kommenden Bewertung zu gelangen. Der Kontakt mit Ihnen, der hat mir gezeigt, dass man auch anders umgehen kann, hat mich darin bestätigt, dass ohne Dialog, ohne Reden, ohne den anderen wahrzunehmen, also keine wirklich demokratische Gesellschaft aufbauen kann. Und dass das dann nur wieder, also das andere ausschließen, Deutungshoheit erkämpfen, Dialog abbrechen, nur zur Weiterführung von Feindbildern führt. Aber wir können miteinander reden und das ist ein hoher Wert.